wenn ich in Wien gehe und sehe so Kollegen als Schriftsteller, schauen sie immer weg. Ich gehe immer freundlich herum und sehe schon, weil ich ja gute Augen habe, der geht schon 150 Meter vorher, rennt er schon völlig sinnlos in den Parkladen hinein, obwohl er nicht raucht. Nur, dass er mir auskommt. Das ist ja schade, ne? Man lebt doch mit Menschen zusammen und will sie eigentlich eh immer umarmen, weil sie ja so lieb sind. Ne? Dauernd weichen sie einem aus. Wenn eine Buchhandlung steht, schaut in die Auslage, steht der Buchhändler drin, und zuerst hat er so lieb, alles geordnet, dann sieht Jesus, sofort ist er weg, dreht sich um und ist weg. Worauf führen Sie das zurück? Ja, auf mich selbst, natürlich. Ne? Man ist ja Ursache allen Übels selbst, heißt es ja. Was Wunderbares, das ist ganz klar. Und das Strenge ist es immer gewesen, nicht? Der Unterschied von Italien, das ja oberflächliche Leichtfertigkeit in allem zur Schau tragt, die sehr angenehm ist für die Massen, weil die haben das ja gern. Aber in Spanien ist es ja eher ein bisschen abweisend, zurückhaltend, strenger. Das Regiment ist immer strenger gewesen. Ich habe immer gern gehabt, herbe und strenge Menschen um mich herum. Damit sie ein Kontrast zu mir waren, weil ich war immer alles eher als herb und streng. Ne? Man muss auch immer dorthin gehen, wo ein Kontrast ist. Jedes Buch ist in irgendeiner Landschaft, wie es so schön heißt, angesiedelt. Nicht? Und ich schreibe eine Verdepperte, dem man alles vorgeben muss. Nicht? Dort wächst ein Gras, da ist ein Orangenbaum, der hat Orangen und die Orangen sind zuerst grün und dann werden sie gelb und zum Schluss werden sie orangenfarbig. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich schreibe, ich bin an dem Ort, weil sehe jeder, wo das ist und erspare mir das alles. Damit lasse ich den Leuten einen Spielraum. Natur beschreiben ist sowieso ein Unsinn, weil sie ja jeder kennt. Nicht? Ist ja dumm. Nicht? Wenn wer einmal am Land war oder in einem Garten, weiß er, was dort spielt. Das brauchen Sie nicht mehr beschreiben. Dann interessant ist ja nur, was sich dann in der Natur und im Garten abspielt. Aussparen, heißt es ja schon. Ne? Aber jetzt ist wieder modern, dass man jedes Blärmbadl wird also angeführt. Ne? Bis da einer bei der Haustür draußen ist und beim Gartentürl sind schon 60 Seiten weg. Innere Vorgänge, die niemand sieht, sind das einzige Interessante an Literatur überhaupt. Das, was niemand sieht, das hat einen Sinn aufzuschreiben. Es ist gar nichts mehr natürlich. Nichts. Überhaupt nichts mehr. Wir gehen aber immer noch davon aus, dass alles natürlich ist. Das ist ein Irrtum. Alles ist künstlich, alles ist Kunst. Es gibt keine Natur mehr. Wir gehen immer noch von der Naturbetrachtung aus, wo wir doch schon lange nur mehr noch von der Kunstbetrachtung ausgehen sollten. Dadurch ist alles so chaotisch, so falsch, so unglücklich, so tödlich konfus. Wo keine Natur mehr ist, kann auch keine Naturbetrachtung mehr stattfinden. Im Übrigen ist es unwahrscheinlich, dass zum Ende dieses Jahrhunderts diese Welt, wie wir sie heute kennen und verdauen müssen, an jedem Tag noch besteht. Das bezweifle ich entschieden. Alle Anzeichen stehen dafür, dass die Welt in kürzester Zeit sich so verändert, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen ist. Sie wird von Grund auf eine veränderte und tatsächlich von Grund auf zerstörte sein. Alles deutet darauf hin. Aber mein Irrtum ist in dieser meiner Vision auch gleich mitgeliefert. Wir steigern uns oft in eine Übertreibung derartig hinein, dass wir diese Übertreibung dann für die einzige folgerichtige Tatsache halten und die eigentliche Tatsache gar nicht mehr wahrnehmen, nur die maßlos in die Höhe getriebene Übertreibung. Mit diesem Übertreibungsfanatismus habe ich mich schon immer befriedigt. Er ist manchmal die einzige Möglichkeit. Wenn ich diesen Übertreibungsfanatismus nämlich zur Übertreibungskunst gemacht habe, mich aus der Armseligkeit meiner Verfassung zu retten, aus meinem Geistesüberdruss.
spanische Geschichte sollte an und für sich in Rom spielen. Und das Spanische in Spanien. Aber Geschichten schreibe ich ja nicht. Das ist wie ein Oratorium. Nicht? Italien ist wie eine leichte Rossini-Oper, nicht? Und Spanien ist wie ein händelsches Oratorium. Ich habe Oratorien immer lieber gehabt als spritzige Opern. Die war mir immer zu blöd. Seid eine herrliche Stadt, nicht? Madrid. Ideal. Für alles. Vor allem fürs Schreiben. Das braucht man unbedingt. Angenehme Leute und ein herrlicher Kaffee. Das ist ja das Schöne an meinen Büchern, ne? Dass das Schöne überhaupt nicht beschrieben ist, dadurch entsteht es von selbst. Ne? Und die, die nur Schönes schreiben, sind die Bücher alle schier und grauslich. Nicht? So sehe ich Literatur. Weil wenn ein guter Schriftsteller ist, schreibt er eh das, was notwendig ist für ihn und für andere auch. Da braucht er gar nicht viel nachdenken. Da 99% der Schriftsteller ständig nachdenken, wie sie die Welt verbessern sollen und wie sie sich einschmeicheln sollen, bei den sogenannten Lesern schreiben sie alle schlechte Bücher, die kein Mensch interessiert. Nein? Außergewöhnlich ist ja jeder von selber. Wenn er aber anfängt nachdenken, warum, ist es schon immer und verliert alles. Ne? Nicht? So wäre das. La Crisis en Austria steht da. Aber in Spanien interessiert einen das auch nicht. Interessieren tut dann meistens das, was man nicht kennt. Ne? Was man durch und durch kennt, interessiert dann ja nicht mehr so. Ne? Und wenn man einmal sein Herz an die Heimat gehängt hat, genügt das ja, ne? Dann kann man es ja verschimmeln lassen an der Wand, an der Mauer, wo es hängt. Ich habe es ja ein für alle Mal da dran gehängt, an das Haus Österreich. Da hängt es jetzt. Muss man halt abwarten. Manchmal tropft noch ein Tropferl Blut heraus. Österreich, Österreich. Wo sollte ich sonst mein Blut hingeben? So, die Kreuz nimmt es nicht, nicht weil es versaut ist, muss man ja reines Blut haben. Und das Haus Österreich kann man ruhig jedes Blut hinstecken, wenn es das eigene ist. Nicht? Das ist ein kleines Land, nicht? Man lebt völlig außerhalb und zahlt seine Steuern. Das sind lauter liebe Leute. Aber bösartig und unwichtig und katholisch. Wir sind katholisch erzogen worden. Wir sind von Grund auf zerstört worden. Der Katholizismus ist der große Zerstörer der Kinderseele, der große Angsteinjager, der große Charaktervernichter des Kindes. Millionen und schließlich Milliarden verdanken der katholischen Kirche, dass sie von Grund auf zerstört und ruiniert worden sind für die Welt. Dass aus ihrer Natur eine Unnatur gemacht worden ist. Die katholische Kirche hat den zerstörten Menschen auf dem Gewissen, den chaotisierten, den letzten Endes durch und durch Unglücklichen. Das ist die Wahrheit, nicht das Gegenteil. Denn die katholische Kirche duldet nur den katholischen Menschen, keinen anderen. Das ist ihre Absicht und ihr fortwährendes Ziel. Die katholische Kirche macht aus Menschen Katholiken, stumpfsinnige Kreaturen, die das selbstständige Denken vergessen und für die katholische Religion verraten haben. Das ist die Wahrheit. Und ich sperre jetzt zu. Da, der steht schon da zum Zumachen. Wenn wir auch in Betracht ziehen, dass die katholischen Bräuche uns als Kind immer entzückt haben, sie für uns am Anfang nichts anderes als ein Märchen gewesen sind, unser schönstes zweifellos, so haben dieses Märchen und dieses Schauspiel doch alles Natürliche in den Menschen ruiniert, sie mit der Zeit zugrunde gerichtet. Das war bei mir daheim schon so, wenn sie mich gesehen sind, sind sie mir schon hinausgestürzt.
dass sie irgendwas Unangenehmes erwartet haben, obwohl ich das Liebste war, das man sich als Kind überhaupt vorstellen kann, wirklich. Ich war 13 mit großen, langen Locken, lieb zum Anschauen, angenehme Stimme habe ich gehabt. Mit 17 habe ich schon die großen Wagner-Rollen gesungen. Mit 18 bin ich auf Mozart übergegangen. Mit 20 habe ich mich schon bescheiden mit Bach begnügt. In der Kirche habe ich dann aus dem Liederbuch der Anna Magdalena gesungen. Sehr schön, wirklich. Ich war so gerührt, dass ich selber, Tränen sind mir heruntergelaufen, wie ich das gesungen habe. Und der Höhepunkt für mich war das Ave Maria von Bruckner in der Kirche in St. Veit in Pongau. Also so was Schönes, ich habe wirklich mein Leben nie gehört. Und daraus kommt vielleicht auch eine gewisse Selbstsucht bei mir, nicht? Also das doch ein bisschen, es ist doch ein bisschen übertrieben, wenn man so denkt. Würde ich sagen, meinen, sagen die Leute immer, ich würde sagen. Sie sagen es zwar gleich, aber sie sagen ständig, ich würde sagen, dann ist aber eh schon da. Ich würde so sagen, dass das doch der Keim des Verderbens irgendwie schon war. Gewisser Hochmut, nicht? Nicht, dass man da ansingt gegen Christus und Herrgott, was nicht, das ist eigentlich unmöglich, nicht, mit 18 Jahren. Im Grunde waren die auch alle entsetzt. Wer war entsetzt? In der Kirche, die Leute, das ist ein Nonnenkloster daneben gewesen, die hat gerade so Beidl unten. Nicht? Wie kein anderes Volk hat sich das unsrige von der katholischen Kirche ausnützen lassen. Beinahe ein ganzes Jahrtausend. Es wird sich aus der katholischen Umklammerung nur schwer lösen können, aus ihren Krallen. Oberflächliche, mehr oder weniger dilettantische Revolutionen nützen da nichts, wie wir in anderen Ländern Europas sehen. Nur eine tatsächlich grundlegende, elementare Revolution kann die Rettung sein. Eine solche, die zuerst einmal alles vollkommen zugrunde richtet und zerstört. Tatsächlich alles. Der katholische Glaube ist, wie jeder Glaube, eine Naturverfälschung, eine Krankheit, von welcher sich Millionen ganz bewusst befallen lassen, weil sie für sie die einzige Rettung ist. Für den schwachen Menschen, den durch und durch Unselbstständigen, der keinen eigenen Kopf hat, der einen anderen, sozusagen höheren Kopf für sich denken lassen muss. Die Katholiken lassen die katholische Kirche für sich denken und dadurch auch für sich handeln, weil es ihnen bequemer ist, weil es ihnen anders, wie sie glauben, nicht möglich ist. Und der katholische Kopf der katholischen Kirche denkt fürchterlich. Er denkt nur für sich und gegen die Menschennatur. Er denkt nur für seine Zwecke, für keine anderen. Er denkt zu seinem Ruhme, zu keinem anderen. Kein anderer Staat in Europa nennt sich einen katholischen Staat und lässt den katholischen Kopf für sich denken. Und wir sehen, wohin das geführt hat. Wir haben nur Katholiken in Österreich, keine Menschen mit einem freien, unabhängigen Geist. Katholiken, wo freie Geister notwendig wären. In Österreich denkt der katholische Kopf, kein anderer. Daran haben auch die verschiedenen politischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte nichts geändert. Selbst die Sozialisten lassen den katholischen Kopf in Österreich denken, weil sie im Grunde nicht einmal einen sozialistischen haben. Und die Welt besteht ja aus Hinhauen, nicht? Wenn sie nicht irgendwann irgendwo hinhauen, dann sind sie zum Staubkörnlein gemacht und gar nicht mehr da. Und tun das die, die dauernd reden, muss er Rücksicht nehmen und ja nichts tun, die hauen ja besonders gern hin. Allerdings im Hintergrund. Nicht? Die Leute haben einen riesen Vorschlaghammer, aber hinterm Vorhang. Nicht? Vorne ist das liebe Gesicht und hinten wird hingehauen. Wer existiert, muss ja irgendwann hinhauen. Nicht? Sie müssen sich als Kind ja auch schon wehren. Da kriegen sie so ein Kindheitsspielzeug ins Wagerl geworfen. Und wenn sie das nicht oft genug der Mutter oder dem Vater die lästigen Leute ins Gesicht schmeißen, schon als Kind, gehen sie schon unter. Kriegen sie Achitis und fertig ist. Und das behalten wir halt bei als Methode. Ne? Heißt das, dass Sie froh sind, wenn manche Menschen auf Sie hinhauen, jetzt bildlich gesprochen? Ich bin immer froh, wenn wer auf mich hinhaut, weil ich dann dreifach zurückhauen kann. Und das macht dann ja stark, ne? Sonst würde mir ja einen totalen Muskelschwund leiden, ne? Jetzt körperlich und auch geistig gesehen. Jetzt sind wir ganz schön hingehauen in letzter Zeit.
Und wahrscheinlich ist einiges auf mich zugekommen, ne? Und die Post wendet das zurückgegeben. Per Nachname allerdings. Ne? Man soll immer nur per Nachname zurückgeben. Da ist eine gewisse Sicherheit drin. Im Grunde braucht man überhaupt nichts hinhauen, weil sie alle von selber wieder verschwinden, wenn man ein bisschen warten kann. Ne? Aber die jungen Leute können ja nicht warten, darum hauen sie hin. Nicht? Wenn man 10 Jahre wartet, verschwinden die alle von selber. Begegnet man dann im Park, im Türkenschanzpark sitzen dann die Minister, auf die man mal hinhauen wollte, nicht? Weil sie so gesund und so fürchterlich waren, sitzen dann mit einem Steckerl vom Schlag getroffen, sitzen sie dann dort am Bankerl, nicht? Und unterhalten sich mit der kleinen Spatzen, der geschwächt ist im Föhnwetter, und denken an ihr Menü am Abend, und sind zu den Kindern nett, da rinnt ihnen da die Alterssauce heraus. Wenn niemand herschaut, nehmen sie das Gebiss heraus und stecken sie in den Sack hinein. Und erst wenn sie ins Restaurant wieder gehen, vorher im Klo, tun sie wieder hinein und knappern dann fest. Das war dann der berühmte Finanzminister oder, nicht? Das sind diese Leute, die einmal wohin gehabt haben. Muss man erwarten. Mein Gott, der Prado. Sicher das bedeutendste Museum der Welt, was die alten Meister betrifft. Aber jedes Mal, wenn ich gegenüber im Ritz sitze und meinen Tee trinke, denke ich doch, dass auch der Prado nur Unvollkommenes, Gescheitertes letzten Endes, nur Lächerliches und Dilettantisches enthält. Die sogenannten alten Meister haben immer nur dem Staate gedient oder der Kirche gedient, was auf das Gleiche hinausläuft, einem Kaiser oder einem Papst, einem Herzog oder einem Erzbischof. So wie der sogenannte freie Mensch eine Utopie ist, ist der sogenannte freie Künstler immer eine Utopie gewesen, ein Wahnsinn. Diese Kunst wendet sich doch immer dem Allmächtigen und den Mächtigen zu und von der Welt ab. Das ist ihre Niedertracht. Ein sympathisches Selbstbildnis. Wenn man sie hört, wenn man völlig blind ist. Der eigentliche Herrscher, ne? Der Idiot. Absolut. Herrschen absolut. Und die zwei. Herrscherliche Debilität. Und auch der Höhepunkt. Überhaupt der Malerei wahrscheinlich. Eigentlichen Könige. Ganz großartig. Dagegen sind die anderen, also die anderen sind die wirklichen Idioten. In Madrid ist ja noch grauenhaft als bei uns. Man ist verstaubt. Das Volk interessiert sowas überhaupt nicht. Nur die, die Kunst machen, drängen dauernd dem Volk die Kunst auf. Kunst ist nur für wenige, nicht? Und die verstehen sie auch nicht. Die geben mir auch nur vor, dass sie es verstehen. Das Volk hat nur eine merkwürdige Hochachtung vor dem allen, weil sie glaubt, das ist was, aber eh nichts versteht und das auch nicht haben will. Ne? Intellektualitas. Das sind die größten Arschlöcher, sind die sogenannten Intellektuellen. Ne? Je größer die Experten für Kunst sind, mit denen sie sich unterhalten, desto größere Arschlöcher kommen am Ende heraus, wenn die Unterhaltung fertig ist. Nicht? Aber Gott sei Dank ist das Volk schlau genug und dreht sich doch, wenn es gefährlich wird, um und lasst die in Ruhe. Und lasst sie mit ihrer Kunst und mit ihrem intellektuellen Blödsinn allein. Der Großteil der Menschheit, vor allem in Mitteleuropa, heuchelt Arbeit, schauspielert ununterbrochen Arbeit vor
und perfektioniert bis ins hohe Alter diese geschauspielerte Arbeit, die mit wirklicher Arbeit genauso wenig zu tun hat, wie das wirkliche und tatsächliche Schauspiel mit dem wirklichen und tatsächlichen Leben. Da die Menschen aber immer lieber das Leben als Schauspiel sehen, als das Leben selbst, das ihnen letzten Endes viel zu mühsam und zu trocken vorkommt, als eine unverschämte Demütigung, schauspielern sie lieber, als dass sie leben. Schauspielern sie lieber, als dass sie arbeiten. Schweizer sind herrlich, ne? Man könnte ja tagelang da sitzen und schauen, ne? Und nichts mehr tun. Das wäre viel gescheiter. Meine Eltern hassten das sogenannte Nichtstun, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ein Geistesmensch das Nichtstun gar nicht kennt, es sich gar nicht leisten kann, dass ein Geistesmensch gerade dann in der äußersten Anspannung und in dem allergrößten Interesse existiert, wenn er sozusagen dem Nichtstun frönt. Dem Geistesmenschen ist das sogenannte Nichtstun ja gar nicht möglich. Ihr Nichtstun allerdings war ein tatsächliches Nichtstun, denn es tat sich in ihnen nichts, wenn sie nichts taten. Der Geistesmensch ist aber genau im Gegenteil am allertätigsten, wenn er sozusagen nichts tut. Der Nichtstuer als der Geistesmensch ist tatsächlich in den Augen derer, die unter Nichtstun tatsächlich Nichtstun verstehen und die als Nichtstuer auch tatsächlich gar nichts tun, weil in ihnen während des Nichtstuens gar nichts vorgeht, die größte Gefahr und also das Gefährlichste. Sie hassen ihn, weil sie ihn naturgemäß nicht verachten können. Bestens, man will gar nichts und man tut was, für sich möglichst. Nicht, wenn man für die anderen was tut, ist es entweder Heuchelei oder ein Schwächeanfall, den man hat. Nicht? Aber Sie wollen ja etwas mit Ihrer Literatur. Na, eigentlich nein, mich selber unterhalten und verhindern, dass man langweilig ist auf der Welt. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Nicht? Wenn ich dafür noch was bezahlt kriege, umso besser. Wenn ich nichts kriegen würde, würde ich es vielleicht gar nicht machen, weil dann müsste ich ja was anderes tun. Und dann hätte ich die Kraft für solche Höhenflüge nicht. Aber Sie wollen da was bewirken und verändern, das will man doch. Eigentlich nein. Sie können gar nichts bewirken und verändern, weil die Welt geht ihren Weg. Nicht? Alles entsteht, vergeht, alles kommt und geht, alles wird weggeputzt, also was sollen Sie verändern wollen? Nicht? Sie können Eindrücke aufschreiben, die Sie haben, nicht? Da gibt es Zukunftsvisionen, haben ja Leute wie ich auch. Nicht? Wie sieht denn die aus? Da gibt es so viele Millionen Zukunftsvisionen, dass man sich vor lauter Zukunftsvisionen nicht mehr auskennt. Das ist ja die Schwierigkeit, dass man dann ein paar herausnimmt und sie aufschreibt. Der Spaß ist ja nur, dass man was macht, was sozusagen als Kunstwerk anzuschauen ist, nicht so wie jemand, der komponiert für Mandoline oder Klavier vielleicht, nicht? Kurzes Etüdenstück ist es immer, nicht? Wenn es fertig ist, hat man Mordsfreiheit, wenn es gedruckt ist, eine doppelte. Und dann sitzt man wieder da und sagt, das ist eigentlich für die Katz. Und selber ist man auf den Hund gekommen. Ich sehe ein, wenn wer ein gutes Gedicht macht, einmal in 50 Jahren ein paar, ne, dass das einen Sinn vielleicht hat. Und eben dann Roman schreibt, vielleicht. Ne. Aber bei 20.000 Romanen im Jahr und 5 Millionen Gedichten, ist ja abzusehen, was das für einen Sinn hat. Für die Papierfabriken, weil die mit den Klorollen ja nicht ausgelastet sind. Also müssen auch Bücher gedruckt werden. Sitzt dann einer und schreibt ein Buch, das heißt der Begriff Ironie und seine besondere Bedeutung, nicht? Für die Nachwelt zum Beispiel. Und der sitzt 4 Jahre, kriegt vom Ministerium monatlich 12.000 Schilling, dass er in den Begriff hineinkriecht, nicht? In ein Mausloch.
Und dann erscheint nach 8 Jahren ein Buch, das keinen Menschen interessiert. Nicht? So werden Millionen verschleudert für Dissertationen, für Begriffsausschlachter. Nicht? Oder haben Sie schon einmal ein Buch gelesen von einem Dissertanten, das interessant gewesen wäre? Alles hochsubventioniert. Unterstützungen gern abgeschafft. Was nicht tragt, tragt halt nicht. Ne? Die Leute werden ja nur faul und schwach, wenn man ihnen was gibt. Wenn sie sich selber erarbeiten müssen, dann sind sie stark. Übersetztes Buch ist wie eine Leiche, die von einem Auto bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden ist. Können Sie dann die Trümmer zusammensuchen? Aber es nützt nichts mehr. Übersetzer sind ja was Furchtbares. Ne? Das sind arme Leute, die nichts kriegen für Übersetzung. Niedrigstes Honorar, himmelschreiendes, wie es heißt, machen auch eine furchtbare Arbeit. Also gleicht sich's wieder aus. Warum es übersetzt jemand? Soll er gleich was Eigenes schreiben? Das ist eine furchtbare Art des Dienens, die übersetzen. Und Journalismus ist das Faszinierendste, was es überhaupt gibt. Da kann man wirklich über Leichen gehen, das kann man in keinem anderen Beruf. Auf so lange Zeit. Ne? Journalist kann, wenn sie mit 17 anfangen oder 18, bis sie alt und senil sind und gar nicht mehr lesen und nicht mehr weggehen können, immer noch über Leichen gehen. Bietet kein anderer Beruf. Darum sind die Leute, die einmal Journalisten sind und Blut geleckt haben, mit Herz und Seele Journalist bis zum Ende ihres Lebens. Kriegen zwar eine kleinere Pension, können sich auch nicht so bedeutend finanziell entwickeln, aber sie haben die Genugtuung der maßlosen Übertreibung und des dauernd über Leichen gehens. So jeder Artikel, wenn er nur so blöd ist, nicht? Aber irgendwie ist ein Leichengang. Der, über den derjenige schreibt, ist die Leiche, über die der Journalist, wie heißt es so schön, hinweggeht. Nicht? Ob das ein Pianist ist oder ein Maurer, ist ganz wurscht. Über jeden, der ist eine Leiche, geht er weg. So habe ich ja angefangen. Nicht? Nicht? Der Chefredakteur sagt, sieh, da ist einer zusammengestoßen, da laufst geschwind hin. Nicht? Dann sieht man nur so einen abgehackten Kopf. Übertreibt, nicht? Wenn 3 Tote waren, waren es bei mir immer 7, da war dann immer Berichtigung am 3. Tag. Wir teilen ihnen mit, es waren nicht 6 Tote, sondern nur 2, aber es hat die Auflage gehoben. War sehr günstig. Ich habe der Zeitung immer zu einem gewissen Erfolg verholfen, durch Falschmeldungen und Übertreibungen, die ich ja beibehalten habe. Ich übertreibe ja an allem und jeden. Wenn wir unsere Übertreibungskunst nicht hätten, wären wir zu einem entsetzlich langweiligen Leben verurteilt, zu einer gar nicht mehr existierenswerten Existenz. Und ich habe meine Übertreibungskunst in eine unglaubliche Höhe entwickelt. Um etwas begreiflich zu machen, müssen wir übertreiben. Nur die Übertreibung macht anschaulich. Auch die Gefahr, dass wir zum Narren erklärt werden, stört uns in höherem Alter nicht mehr. Es gibt nichts Besseres, als in höherem Alter zum Narren ernannt zu sein. Das höchste Glück, das ich kenne, ist das des Altersnarren, der gänzlich unabhängig seinem Narrentum nachgehen kann. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, sollten wir uns spätestens mit 40 zum Altersnarren ausrufen und versuchen, unser Narrentum auf die Spitze zu treiben. Das Narrentum ist es, was uns glücklich macht. Ist das für Sie eigentlich ein Beruf, Schriftsteller? Das hat sich so ergeben. Mit Bernd Schuhputzer, wenn man den fragt, nicht, da gehen ja auch herum einige im Süden, in der Stadt, ob das sein Beruf ist, da sagen ja, da ist ihm nichts anderes überblieben, als Schuhe zu putzen. Nicht, weil der Vater gesagt hat, schau, dass du weiterkommst und verdiene Geld. Und da ihm das wahrscheinlich am angenehmsten war, hat er schon putzt und macht das weiter. Und bei mir ist es mit dem Schreiben auch so. Ich habe auch gesagt, schau, dass du weiterkommst. Und statt Stuhl habe ich halt Buchstaben genommen und so geht das weiter. Der Johann Sebastian, sagen die Sprecher ja immer,
Die sagen nicht Johann Sebastian, sondern Johann Sebastian Bach hat das auch schon gesagt. Der war ein tüchtiger Mann. Hat viele Kinder gehabt, die haben alles ihm gemacht. Sein Fürst hat er ins Labor gesteckt, hat ein bisschen komponiert, die Frau hat ihn gekämmt, die Tochter, die Älteste, hat ihn massiert und die älteren Söhne haben für ihn komponiert. Und er ist nur gesessen, hat so ein bisschen was reingefugt. Das sind die Großen der Kunst. Das darf man ja nicht vergessen, wie sowas entsteht. Nicht? Mit welcher grauenhaften Intensität und Selbstaufgabe natürlich. Nicht? Ein Ungeheuer, wirklich. Haben Sie es im Ohr? Brandenburgisches Konzert Nummer 2. Dann wissen Sie, was da dran hängt? Naja, alles, was bis dorthin geschehen ist. Komplett. Wieso man das den Leuten nicht begreiflich macht? Darum ist es ja hohe Kunst. Weil in allem, was die Leute im Moment machen, immer alles drinnen ist. Nur wird es meistens nicht gesehen. Und dadurch wenig geachtet. Das heißt, er verachtet mir die Meister nicht, indem er ja das schon drin. Nur nehmen die Leute das ja nicht ernst. Die glauben ja, weil sie in der Oper sitzen, ist es oberflächlich. Während die tiefste Kunst ja eigentlich die Opernkunst ist. Das ist das Eruptive. Das ist wahre Kunst, ist in den Sängern. Nicht einmal in den Dichtern, das ist ein großer Irrtum. Außerdem war die erste Kunst also, war ja ein Ton, ein menschlicher Instrument, der hat es noch keine gegeben. Das geht ineinander über. Nicht? Die schreien zwar recht, wann wer gestorben ist, aber empfinden nicht viel dabei. Schon da. Da? Saust schon drauf los. Der ist feig, weil der versteckt sich schon beim ersten Ansturm. Aber so ein Schwarzer schaut natürlich herrlich aus. Ne? Das Furchtbare ist ja nur, dass das herrliche Bild grauenhaft endet. Und der Stier will ja nicht. Der will ja gar nichts. Diese Gemälde von damals ohne diese Bilder. Ne? Wäre es nicht möglich gewesen. Schönheit hat ihren Preis. Und hohe Kunst kostet eben alles. In allem. Das Furchtbare kommt ja jetzt, weil jetzt kriegt er die ersten Stiche der Arme. Da von Piscator, der nähert sich von hinten, hinterrücks, ist ein ganz gemeiner Vorgang. Jetzt kommt dieser Fleischergesell und sticht ihm als Ersten dann schon mal wohin hin. Und wie der schon ausschaut, von einer Brutalität, die man sich ja sonst gar nicht vorstellen kann. Und je goldbetreister der Mensch ist, desto scheißlicher ist er eben. Das ist halt eine alte Geschichte. Jetzt kommt dieser grauenhafte Stich. Ah. Und?
der Urtrieb im Menschen, nicht? Der geht ja durch alle Schichten und alle Menschen, das Töten. Nicht? Und da ist es halt noch völlig offenbar. Nicht? Ich meine, die zivilisierte Menschheit macht es halt auf versteckte Art, nicht? Bringt die auch ständig um. Nicht? Und das ist die primitive Art, die blutrünstige, kann man wirklich im wahrsten Sinn des Wortes sagen, nicht? Die halt. Kriegt ja 6, 7 solche Marterpfähle hinein. Ne? Das Ganze ist unter dem Titel der Ehre, nicht? Das ist eine Ehre für den Stier, dass er da unter einem schauerlichen Gemetzel sterben darf. Jetzt geht's los. Jetzt geht der eigentliche Kampf. Das Messer hat er auch hinten versteckt. Das ist natürlich wie jedes Theater auch total verlogen, nicht? Abgesehen davon, dass es uns gemein ist. Nicht? Aber hochelegant, nicht? Wie jede hochelegante Sache natürlich eine, im Grunde doch eine infernalische ist. Nicht? Und der Stierkampf ist natürlich ein exemplarisches Schauspiel für den Vorgang. Natürlich wird bei so einer Katastrophe das Schauspiel als solches, was es ist, natürlich völlig klar. Ne? Nur widerlich. Lauter Schlechter, ne? Das ist ja das Letzte an, an Mensch überhaupt. Aus. Jetzt hat er den Todesstoßgeld dort weg. Ist das nicht schrecklich? Nach und nach müssen wir alles ablehnen. Nach und nach gegen alles sein, um ganz einfach an der allgemeinen Vernichtung, die wir im Auge haben, mitzuwirken. Das Alte auflösen, um es am Ende ganz und gar auslöschen zu können für das Neue. Das Alte muss aufgegeben werden, vernichtet werden. So schmerzhaft dieser Prozess auch ist, um das Neue zu ermöglichen, wenn wir auch nicht wissen können, was denn das Neue sei. Aber dass es sein muss, wissen wir. Es gibt kein Zurück. Natürlich haben wir, wenn wir so denken, alles Alte gegen uns und also haben wir alles gegen uns. Das darf uns aber nicht hindern, unsere Idee, das Alte gegen das von uns gewünschte Neue einzutauschen, zunichte zu machen. Alles aufgeben. Alles abstoßen, alles auslöschen letzten Endes.
Und das ist Ihre Vision von der Zukunft? Nur meine Meinung von der Zukunft, mein Wissen, das ist ja keine Vision. In einer Welt, wo alles so toll ist wie heute und großartig, braucht man überhaupt keine Vision mehr. Eine Vision war notwendig im Mittelalter, wo es außer Schafen und Königen nichts gegeben hat. Irgendein Sänfte und einer, der ein Brotwecken gemacht hat. Aber heute, wo alles in der Welt ist, die steckt ja voller Visionen in der Realität. Kein Mensch braucht eine Vision. Ja, aber Auslöschung ist ja so ein biblischer Begriff auch. Glauben Sie, dass jetzt alles ausgelöscht wird? Ich meine ja nicht das Universum, nicht einmal die Welt. Ich meine meine engere Umgebung. Und von der schließt man immer auf die Welt. Und so ist es mit einem Buch natürlich auch. Wenn Sie glauben, Sie schreiben ein Buch, Sie schreiben es nur für sich und das liest die Omi und der Opa. Und irgendein blöder Germanist, nicht? Und das wäre zu wenig. Ausstrahlen. Und zwar nicht nur weltweit, sondern universell. Nicht? Jedes Wort ein Treffer. Jedes Kapitel eine Weltanklage. Und alles zusammen eine totale Weltrevolution bis zur totalen Auslöschung. Leidenschaftliche Zerstörer sind am Werk. Rücksichtslose Ausbeuter, die sich den Mantel des Sozialismus umgehängt haben. Die Regierung betreibt eine ungeheuerliche Vernichtungsmaschine, in welcher tagtäglich alles vernichtet wird, das mir lieb ist. Unsere Städte sind nicht wiederzuerkennen. Unsere Landschaft ist in großer Breite eine unansehnliche geworden. Die schönsten Gebiete sind der Geld- und Machtgier der neuen Barbaren zum Opfer gefallen. Wo ein großer, schöner Baum steht, wird er umgeschnitten. Wo ein herrliches, altes Gebäude steht, wird es niedergerissen. Wo ein köstlicher Bach zu Tal rinnt, wird er ruiniert. Wie überhaupt alles Schöne mit Füßen getreten wird. Und alles im Namen des Sozialismus. Mit der widerwärtigsten Heuchelei, die man sich vorstellen kann. Alles, das auch nur im Geringsten mit Kultur zu tun hat, wird beargwöhnt und so lange in Frage gestellt, bis es ausgelöscht ist. Die Auslöscher sind am Werk, die Umbringer. Wir haben es mit Auslöschern und mit Umbringern zu tun. An allen Ecken und Enden verrichten sie ihre mörderische Arbeit. Die Auslöscher und die Umbringer bringen die Städte um und löschen sie aus. Und bringen die Landschaft um und löschen sie aus. Sie sitzen auf ihren dicken Ärschen in den Tausenden und Hunderttausenden Ämtern in allen Winkeln des Staates und haben nichts als die Auslöschung und das Umbringen im Kopf. Aber was heißt Auslöschung? Wiederbeginn des Neuen. Das wissen Sie doch. Wo ein Ende ist, nicht wie heißt es immer, ist auch ein Anfang.